Es ist Zeit für Rags to Riches Extreme Edition. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr seht schon wieder, Nina hat Dinge geplant. Ich habe mir überlegt, Nina, was machst du am liebsten in Sims? Und das ist Rags to Riches. Das wissen wir alle, habe ich schon 12 Milliarden Mal gemacht. Deswegen dachte ich mir heute, wir machen es anders. Heute schmeißen wir das Storytelling beiseite. Uns geht es heute rein ums Geschäft. Denn wir werden versuchen, das Kohle-Scheffeln-Szenario zu spielen und so schnell wie möglich an die 1 Million Simoleons zu kommen. Das heißt, wir achten null drauf, ob wir Sachen schon mal in Let's Plays gemacht haben oder irgendwas. Es geht einfach nur darum, Geld zu verdienen. Und das möglichst schnell. Das kann nur absolut großartig werden und ich freue mich riesig drauf. Deswegen würde ich sagen, starten wir rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und let's go! Also, hier haben wir unsere Szenario-Details. Das heißt, wir brauchen 1 Million Simoleons, haben gerade 0 Simoleons und starten auf einem leeren Grundstück mit unserer wunderbaren Lola Love. Normalerweise mache ich mir das Leben hier immer extra schwer. Heute machen wir uns das Leben extra einfach. Deswegen hat unsere Lola nämlich Merkmale, die uns ein bisschen in die Karten spielen werden. Und zwar liebt sie die Natur, das heißt, sie liebt es, draußen zu sein. Sie ist kreativ, das heißt, sie baut schneller Fähigkeiten auf und kann besser malen und so weiter. Sie ist eine Überfliegerin, das heißt, sie baut auch schneller Fähigkeiten auf. Und sie ist eine Grüblerin, das heißt, sie baut auch schneller Fähigkeiten auf. Also ist einfach nur fantastisch. Jetzt werden wir noch unserem Grundstück ein paar Merkmale geben, damit wir auch schneller Fähigkeiten aufbauen können. Und dann wird das Ganze ein Kinderspiel. Ist ja ganz klar. Apartment-Atelier, hervorragend, denn wir werden auf jeden Fall malen. Guter Boden, großartig, denn wir werden auf jeden Fall Gartenarbeit machen. Und heimisch ist auch perfekt, denn da wird die Gartenfähigkeit auch schneller verbessert. Super. Und hiermit beginnt unsere Challenge. Die Gute möchte auch direkt einen höheren Level der Malereifähigkeit erreichen und sie möchte ihre Fähigkeit verbessern. Also ich habe ja gerade schon gesagt, so mein grober Plan ist es zu malen und Gartenarbeit natürlich zu machen. Wir wissen alle aus den Katie Owens Zeiten, dass man damit ein richtiges Vermögen verdienen kann. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Geld, damit wir überhaupt irgendwas tun können. Das Gute ist, wir haben hier unseren Garten in der Nachbarschaft. Da kann man auch mal so ein bisschen was machen. Und wir brauchen keine eigenen Blumentöpfe. Das ist auch schon mal sehr gut. Ich drücke jetzt mal auf Play, damit ein paar Sachen spawnen, damit wir vielleicht was ausbuddeln können und so weiter. Wir wohnen übrigens in Willow Creek, weil ich immer das Gefühl habe, hier steppt der Bär, Leute. Hier steppt einfach der Bär. Keine Ahnung, dann gehen wir in der Zeit halt angeln. Dann verdienen wir wenigstens schon mal ein bisschen Geld. Hey, wir haben unser erstes Geld verdient. 85 Simoleons in der Tasche. Leute, das ist der erste Schritt in Richtung Millionärin. Hier ist direkt der erste Stein. Super. 30 Simoleons in der Tasche. Hier hinten ist ein Frosch. Also wir machen natürlich jetzt erstmal so die gängigen Sachen. Also es ist sozusagen hier auch ein Tutorial, how to get money in Sims 4 in Klammern fast. Ja, Frösche kann man auch züchten, aber nicht mit dem 10 Simoleons Frosch. Ich wusste es. Hier in Willow Creek, da, also wirklich, die Steine spawnen wie sonst was. Also bitte, Leute. Ich habe nach 2 Minuten Spielzeit schon 143 Simoleons. Wieso habe ich in meinen Let's Plays nie so viel Glück? Eine Kapsel. Und wir haben unseren ersten etwas wertvolleren Frosch gefunden. Den behalten wir gerade mal im Inventar. Denn das sind die ersten Schritte auf dem Weg nach ganz oben, Leute. Frösche und Steine. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal 223 Simoleons. Das bedeutet, wir können ein Gemälde malen. Wir brauchen dafür aber natürlich erstmal eine Staffelei. Die kaufen wir aber nicht selber, weil, ich habe ja gesagt, wir schlawinern uns da richtig durch. Deswegen gehen wir in die Bibliothek und hoffen, dass dort eine Staffelei steht. Ich finde es richtig krass. Ich habe noch nie so aufs Storytelling quasi gepupst. Deswegen ist das ganz ungewohnt für mich, jetzt hier mir einfach wild eine Staffelei zu suchen. Aber hier ist keine. Oh no! Naja, dann können wir uns wenigstens hier schon mal die Steine oder so raussuchen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir ja ganz kurz ein bisschen in der Gartenarbeitsfähigkeit voranschreiten. Denn dann können wir uns schon mal um die lokalen Pflanzen kümmern. Und vielleicht kriegen wir dadurch schon mal ein bisschen Geld. Du hast dir jetzt nicht ernsthaft für 24 Simoleons hier irgendwelche Maiskolben gegrillt. Ich dachte, wir ernähren uns die ganze Zeit von Reis und Bohnen. Na, was tust du? Sie hat jetzt 70 Simoleons für Essen ausgegeben. Ich raste aus. Jetzt koch es auch zu Ende. Nee. Er hat unser Essen geklaut. Sie macht noch was. Ich raste aus. Warum tut sie das? Warum gibst du mein hart erarbeitetes Geld aus? Jetzt koch es zu Ende. Du wirst das die ganzen nächsten 30 Tage essen. Das ist alles unser Essen. Hallo? Wehe, du kaufst noch was. Im Inventar platzieren. Im Inventar platzieren. Wir nehmen alles mit nach Hause. Und dann holen wir uns zu Hause. Warte, wir müssen kurz nach Hause und müssen uns einen Kühlschrank kaufen.
die wichtigen Dinge des Lebens. Hier ist also unser Kühlschrank. Wir haben also nichts als einen Kühlschrank, aber wir haben 100 Simoleons für unser allererstes Gemälde. Und nun können wir wenigstens unser Essen kühlen. Wo lässt es sich besser zeichnen als im Kunstzentrum? Deswegen werden wir dort natürlich jetzt hingehen, sind vielleicht auch so ein bisschen inspiriert und dadurch werden wir dann einfach zum nächsten Van Gogh. Nur, dass wir vielleicht nicht unser Ohr abschneiden. Das wäre schön. Klassisches Gemälde, ein großes klassisches Gemälde. Geht das schnell? Oh mein Gott. Ich sag's euch, wir werden die nächsten Van Goghs. Level 3, let's go. Jemand hat unser Bild verworfen. No. Wer war das? Wen muss ich umbringen? War natürlich nur ein Spaß. Ich raste aus. Das ist so gemein. Wir beenden Tag 1 also auf einer Parkbank mit 3 Simoleons in der Tasche und einem Kühlschrank. Das habe ich mir anders vorgestellt. Okay, Tag 2 unserer Challenge und wir können die ersten Sachen hier in unserem Gemeinschaftsgarten ernten, was schon mal hervorragend ist. 123 Simoleons. Geil. Das nenne ich Business. Und wir haben unsere Frösche gezüchtet und haben einen richtig guten gezüchtet. 125 Simoleons. Es läuft. Das wird ein guter Tag, Leute. Ich hab es im Urin. Okay, dann kaufen wir uns jetzt Samen für zu Hause. Ich glaube, Blumen sind das Wertvollste. Ich glaube, Blumen sind eine gute Wahl. Wir kaufen 2. Es ist eine Investition in die Zukunft. Komm, gib mir gute. Komm schon. Chrysanthemen und Glockenblumen. Naja, die Chrysanthemen sind ja auf jeden Fall schon mal gut. Ich will mich nicht beschweren. Hätte uns schlimmer treffen können. Oh, hier haben wir noch mehr. Hör mal, ich nehme alles mit. Level 2 der Gartenarbeit. Ich verkaufe die Glockenblumen, aber die Chrysanthemen könnten unsere Zukunft bedeuten. Löwenmäulchen. Hey, die sind gut, die behalten wir. Aber nochmal, 145 Simoleons. Wir sind einfach Business Ladies. Fantastisch. Jetzt wird erstmal unser Garten angepflanzt. Ich habe jetzt schon so viel Spaß an dieser Challenge. Es ist einfach fantastisch, wenn ich mir das Leben mal nicht selber zur Hölle mache. Ich finde, es ist ein Unding, dass in diesem wunderbaren Park keine Staffelei steht. Deswegen ist wie von Zauberhand eine Staffelei erschienen. Und nun werden wir eine Investition in die Zukunft tätigen und werden nun nochmal ein... Warte, was können wir denn gut? Nichts. Dann malen wir erstmal nochmal ein klassisches Gemälde. Also die Frau hat irgendwie, glaube ich, eine Laktoseintoleranz. So oft, wie die gefurzt hat. Also ich glaube, so oft hat mein Sim in 3 Jahren nicht gefurzt. Oh mein Gott! Leute, wir haben die Möglichkeit bekommen, das mit dem Heiraten. Oh Gott, wir haben eigentlich keine Zeit dafür, jetzt irgendwen kennenzulernen. Aber ich meine, da kriegt man richtig viel Geld, ne? Wir müssen es tun. Wir haben ja gesagt, wir tun alles fürs Geld. Und eigentlich habe ich gesagt, ich will das mit einem Sim schaffen. Aber wenn das Spiel jetzt... Also, der Sim muss ja nicht einziehen. So, wer ist der Glückliche? Wer bist du? Björn. Ach nee, nicht schon wieder. Also, ich muss ja sagen, Björn Björksen, der bringt schon ganz gute Gene mit sich, ne? Björn, es tut mir leid, es ist nichts Persönliches, aber ich möchte dich nicht schon wieder als Gatte haben. Mila Munch will ich aber auch nicht unbedingt als Gattin. Lilly Feng auch nicht. Oh mein Gott, die sind alle in meinem Szenario, was ich im Stream spiele. Lasst mich bitte alle in Ruhe. Ich möchte jemand anderen. Ach, hier sind eine Menge Sims. Ja, wir nehmen einen Senior. Wir nehmen den Senior, weil er ist eh bald tot. Das muss eine ganz schnelle Kiste werden. Wir beschreiben ihm jetzt eine neue Erfindung. Ich habe eigentlich keine Zeit für die Liebe, aber ich würde dich wirklich gerne heiraten. Hast du Lust? Er mag Videospiele. Och nö. Warum denn? Wir flirten jetzt einfach an. Oh no. Ach shit. Warum? Oh Gott, ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Ach Mano. Unser Bild ist 221 Simoleons wert. Ich hätte es fast vergessen. Ups. Und damit haben wir nun 500 Simoleons und ich würde sagen, dass wir damit jetzt vielleicht erstmal unsere Basic Needs erfüllen. Also, dass wir uns so ein kleines Zuhause aufbauen. Ich denke, das ist eine sinnvolle Investition. Aber ich, also, die Hochzeit ist auch eine sinnvolle Investition. Geldheirat, ja, ja. Das ist schon... Wir können uns ja auch direkt wieder scheiden lassen. Och, das ist ja der Schlüssel zum Glück. Also, das ist alles, was wir für 500 Simoleons bekommen. Ich vergesse immer wieder, wie teuer alles ist. Nicht nur im Real Life. Wir können uns nicht mal eine Tür leisten. Oh Gott. Na gut, dann halt doch noch kein Zuhause. Das einzige Problem an dieser Nachbarschaft ist, dass es hier keine Toilette gibt. Das ist äußerst problematisch. Wo könnten wir noch das große Geld finden? In Sulani am Strand, ist doch ganz klar, Frau Simfinity. Und das Festival findet statt, das heißt, wir können uns einer Dings... Ja, 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 Alex, ja. Oh mein Gott, wir schlagen 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir klären uns den Alex auf dem schräge Festival und Spaß und Heidewitzka und kriegen noch das Preisgeld, weil wir auf jeden Fall gewinnen. Fantastisch. Fantastischer Plan, Frau Simfinity. Ich liebe Rags to Riches. Es ist einfach fantastisch. Und so ist es einfach, ich erlebe es völlig neu. Guck mal, hier sind so viele Sims. Irgendwer davon will uns bestimmt heiraten. Eleanor Sullivan.
Ich meine, wenn er uns nicht will, dann nehmen wir halt Eleanor. Ich meine, wir haben uns schon mal ausgezogen. Vielleicht findet er das ja gut. Hier, Alex, guck mal mein Booty. So groß wie ein Panzer. Er stimmt uns zu. Selbstsicherheit ist gestiegen. Er hat gesagt, das ist wirklich ein schöner Booty. So, während die zwei da jetzt gerade in den Himmel schauen, werden wir uns dann gleich den Witzbolden anschließen und eine Menge Witze über Aliens machen. Nee, die Spaßvögel liegen in Führung. Bitte nicht. Dann freunden wir uns auch noch kurz mit Mortimer Grusel an. Alles fürs Geld, Leute, ich sag's doch. Also bitte, ich bin so lustig. Die Spaßvögel liegen... Wie bitte? Wie bitte? Ach, schelmisch. Ups. Haben Sie eine Grundschule besucht? Oh Mann, wie oft? Oh mein Gott, wie kann man denn so lost sein? Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Bitte nicht sterben. Eieieiei. Mann, woher soll man das denn noch wissen? Ich spiele doch heute zum ersten Mal Sims. Das war natürlich jetzt ein bisschen unglücklich. Wo ist unser Boy? Ah, hab ihn gefunden. Ja, mag halt Unfug. Alles, damit du glücklich bist. Dann geben wir ihm jetzt mal eine Backpfeife. Vielleicht steht er ja drauf. Immer noch mit 5. Oh, oh, Leute, ich glaube, das wird nix. Mit 2. Oh, nee, guck mal, wie ich aufgeholt habe. Sie hat sich schon wieder was zu essen gekauft. Girl, hör doch bitte auf, mein Geld auszugeben. Vor allem hätte da noch etwas gestanden. Das hättest du doch super essen können. Oh, nee. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, ich dachte kurz, wir haben gewonnen. Aber wir haben leider nicht gewonnen. Und Alex Herz haben wir auch nicht gewonnen. Er ist einfach nach Hause gegangen. Was für eine Schande. Immerhin, die Poster bringen uns noch was. Auf die Poster ist Verlass, Leute. Wenn Kiana Loha uns eins gelehrt hat, dann sind es die Poster, auf die immer Verlass ist. Nochmal 65 Simoleons. Hör mal, der Lase lübt. Dann malen wir jetzt mal ein großes, realistisches Gemälde. Komm, Girl, zeig, was du kannst. 132 Simoleons, naja. Komm, wir malen noch schnell eins. Danach darfst du schlafen. Hey, guck mal, sie verarbeitet ihren Tag. Das ist sie im Wasserfall, wie sie geduscht hat. Süß. Seht ihr, sie ist nicht mein Knecht. Sie lebt ihr Leben. Sie findet das gut. 222 Simoleons sind doch auch nur, also... ein fairer Preis. Alright, wir können doch noch nicht nach Hause. Warte. Erst gehen wir noch aufs Klöchen und dann gehen wir nach Hause. Können wir uns ein Bett kaufen? Können wir! Fantastisch. Für die Toilette reicht's noch nicht ganz, aber es wird, Leute, es wird. Oh nee, die Chrysanthemen wachsen erst im Sommer. Oh mein Gott. Es ging so gut los. Stark angefangen und stark nachgelassen. 2 Tuning-Teile. Hätte da nicht irgendwie so ein geheimer Goldschatz drin sein können? Ich finde, ich hätte das verdient gehabt. Ganz eindeutig. Wait, die Löwenmäulchen kann ich ja auch noch einpflanzen. Nicht immer direkt verkaufen. Wir müssen hier jetzt Geld draus machen, Frau Simfinity. Das ist Geld, was auf der Straße liegt. Fantastisch. Und damit haben wir 350 Simoleons und können uns somit eine eigene Staffelei kaufen. Aber wir haben nicht genug Geld, um Bilder zu malen. Aber das macht nichts. Das kommt mit der Zeit. Ich würde aber sagen, mit diesem wunderbaren Anblick werde ich diesen ersten Teil dieser wunderbaren Challenge beenden. Es war ja klar, dass wir das nicht in einem Teil schaffen. Dass wir so unerfolgreich sein werden, damit habe ich nicht gerechnet. Aber jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Wir haben zwar gerade 0 Simoleons in unserer Tasche. Und man würde meinen, Nina, diese Challenge ist zum Scheitern verurteilt. Aber nein, wir werden es schaffen, Leute. Wir werden 1 Million Simoleons in unserem Bankkonto haben. Koste es, was es wolle. Nur vielleicht keine toten Männer und Frauen. Das wäre zur Abwechslung mal ganz schön. Aber wenn es euch Spaß gemacht hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, weil mir machen diese Zwischendurch-Challenges sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde es auch mal ganz schön, mal nicht so viel Storytelling betreiben zu müssen. Ihr wisst, ich liebe Storytelling und meine Let's Plays machen mir mega viel Spaß. Aber ich finde es auch mal ganz cool, einfach mal so richtig rein zu grinden und mal zu gucken, wie lange dauert es denn wirklich, bis man diese 1 Million Simoleons im Konto hat. Und ich glaube, wir haben jetzt schon einen guten Grundstein gelegt, sodass wir dann in einem eventuellen Part 2, wenn ihr denn dann Interesse daran habt, richtig loslegen können. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, ob unsere Lola tatsächlich noch 1 Million Simoleons verdienen wird oder ob ihr sagt, nee, möchte ich nicht, ich möchte lieber gar keine Videos sehen und Nina, du bist kacke. Schreibt das bitte nicht, das wäre ein bisschen gemein. Nein, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.